Hallo. Hallo, wir grüßen euch. Sabine und Tiet. Ja, möchten euch etwas vorstellen. Einige kennt es vielleicht schon. Ich möchte damit wieder mehr, damit mich zeigen. Das hat Jeet vor 12, 13 Jahren entdeckt in mir, aus mir herausgeholt. Bin ich sehr, sehr dankbar und möchte das wieder mehr anbieten, weil es einfach was Einmaliges Schönes ist. Wovon spricht die Sabine? Sabine spricht von intuitiver Kunst. Sie tanzt. Und wir wissen, dass intuitive Kunst ist meine Erfahrung, weil es Symbolik ist, weil es kodiert ist, weil es in den Moment kommt. Mit ihr tanzen bekommt sie einfach auch Informationen, die natürlich viel stärker sind als Worte. Und zwar ihr intuitiver Tanz kann Informationen geben. Das ist oft auch oder heilen oder transformieren. Und wir haben das so gedacht, dass wir bieten das online oder vor Ort und praktisch Sabine fragt keine Informationen von dir und wir schauen einfach für dich. Sie geht auf Empfang, sie tanzt für dich, für das, was für dich im Moment wichtig ist, ob es jetzt an Heilung oder Emotion, Themen, Talente, sie bekommt genau die Information, die von deiner Seele suggeriert wird, indem sie sich auf dich einschwingt. Und, also der Körper drückt das aus, das, und die Informationen sozusagen rufe ich durch den Tanz auf. Also es ist nicht, dass ich denke und ich drücke das dann aus, wie ein Ausdruckstanz, genau, sondern es geschieht durch das Tanzen. Ich lasse meinen Körper sozusagen sprechen. Und hinterher kann das natürlich noch in Worte formuliert werden und kann ich noch Informationen geben, das, was ich gespürt habe. Es ist wirklich eins zu eins, es ist unglaublich, was da geschehen darf. Es ist nicht nur auf Informationsebene, sondern wirklich, findet ein direktes Erfahren statt, auch in der Person gegenüber, für die ich tanze, also direkt. Und es ist wie das Unbewusste nach sichtbar machen, sofort an die Oberfläche auf der Bühne, und dadurch kann sehr, sehr viel geschehen. Ja, sobald Sabine anfängt zu tanzen, man fühlt sich erkannt, erfüllt, und eben, ich habe oft Sabine, als ich auch in der Industrie war, für schwierige Sachen gefragt, wo die Leute nicht verstanden haben, was ich meinte, was nicht so einfach ist. Ich habe gesagt, bitte hilf mir und sag es mit dem Tanz, was ich sagen möchte. Und das war immer genial. Ne? Da haben sie gesagt, Jeet, jetzt lass die Sabine tanzen, weil das, was sie sagt, ist so klar. Weil natürlich die anderen verstehen das nicht, aber die Person, für die die Sabine tanzt, boah, die ist so, die kommt wie ein Strom durch die Person. Oh ja, und die fühlt sich erkannt, weil es wird einfach gelesen von Essenz zu Essenz, von Seele zu Seele, von Matrix zu Matrix, von genetischer Information zu genetischer Information. Das ist einfach, weil das ist die Sprache ist begrenzt und die Kunst ist oft unbegrenzt, weil die hat Ausdrucksmöglichkeiten, die ein Mensch, es ist so wie ein Quantensprung. Ich freue mich, wenn du dich darauf einlassen möchtest, kannst. Jeet begleitet mich dabei, coacht das Ganze nochmal. Für mich ist es immer nicht einfach, damit nach außen zu gehen. Ich tue das von Herzen gerne. Das ist da, wo große Resonanz habe, wo ich mich gut fühle, wo ich aufblühe. Also das ist einfach das Richtige. Ja, aber mir fällt es halt einfach schwer, damit nach außen zu gehen. Und ich freue mich, wenn ihr euch einlasst. Dankeschön. Das heißt, ich werde auch dabei sein. Es ist einfach dann gestärkt. Und natürlich, ich empfehle das in einer Gruppe zu machen, weil es ist stärker. Aber du kannst das auch für dich. Bitte, Sabine,
mach das für mich einmal oder täglich oder 3-4 Mal hintereinander. Und eben mit dieser Struktur, du sagst nichts, worum es geht, damit deine Seele reine Informationen der Sabine geben kann. Sie tanzt es, du spürst und dann Sabine alles, was sie gesehen und gehört hat, teilt es dir mit. Und natürlich wirkt das. Das sind Informationen, die wirken. Die sind nicht theoretisch, die sind nicht mental, sondern in dem Moment, wo Sabine tanzt, geschieht das schon. Danke. Dankeschön.